Auch wieder so schön matschige Texturen. Baukriegsgeld wiegt nichts und lässt sich gut verkaufen. Wir haben noch nicht genug Händler, dass ich die ganzen Sachen auch verkaufen könnte. Denn das ganze Dynamit will ich ja auch noch verkaufen. Ich will eigentlich geduckt bleiben, damit ich nicht so viel hier rumeiere. Okay. Wo denn? Na nee. Edi ist im Weg. Komme ich darüber nach oben? Scheint so, ne? Dahinter komme ich nicht. Ich bleibe aber erstmal bei meiner Taktik, auf einer Etage zu bleiben. Ah, ich darf mal wieder nichts machen. Edik macht alles. Gut, dafür muss man auch sagen. Ihre Waffe werde ich nicht upgraden können. Aber die Gegner werden trotzdem stärker. Genutzter Schlüssel. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwas bringen. Und ich sehe keine mehr auf dem Radar. Ich wäre jetzt relativ großzügig mit meiner Verwendung von 9mm Kugeln, aber wir finden hier ja auch relativ viel. Und wir haben fast 400. Brillenhelm. Ach, er hat seinen Kopf verloren. Ich dachte schon, hier liegt ein Dritter. Halt, Vorkriegsgeld. Das Vorkriegsgeld kann ich ja immer mitnehmen. Ich weiß es jetzt schon wieder, weil ich so penibel bin und nichts liegen lassen kann. Werden wir bald so viel mit dabei haben wieder. So viel Kronkorken, dass wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Erpresserbrief. Mr. Peterson, wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen möchten, bringen Sie das Geld am Dienstag in Spice & Steve in kleinen, unmarkierten Scheinen. Wo sind die kleinen, unmarkierten Scheine? Oh. Ja. So, und ich kann zwei verkaufen und habe immer noch genug zum Reparieren. Sehr schön. Warmindreifels. Kann ich im Prinzip das gleiche machen. Also ich lasse es mal so. So. Halt, wo war ich jetzt noch nicht? Sehr leicht.
Also die Musik ist ja ganz nett und atmosphärisch, aber so ein bisschen nervt es, wenn hier absolut nichts los ist und man hat das Gefühl, gleich kann irgendwas von der Seite irgendwie raufspringen, was auch immer. Ach, das ist auch schon wieder komplett kaputt. Menü. Ich habe doch ein Negligé aufgenommen. Bin ich jetzt doof? Da war ein Negligé drinnen, das weiß ich. Das brachte doch immer relativ viel bei Sprache. Ja, da ist es doch. Charisma 1. Das bringt doch nicht plus 5, ne? Sprache haben wir jetzt 50. Wenn ich das Negligé anziehe. Ne, bringt nur 2. Das heißt, das kann ich wieder weghauen. Huch. Switchblade und jede Menge Drogen. Und natürlich in der Badewanne. Ich glaube, da muss man nichts weiter zu sagen. Jeder weiß, was hier passiert ist. So, nee, da vorne ging es ja, glaube ich, hoch zum zweiten oder dritten Stock. Da wollen wir jetzt auch noch mal gucken. Halt. Sunset Sarsaparillas nehme ich immer mit. Zum einen fürs Heilen, was ich übrigens mal machen könnte. Edi. Und zum anderen wegen den Sternkronenkorken. Gewehrschrank. Bringt die was? Oh, schön viel wert ist sie. Schaden pro Sekunde macht sie auch gut, aber. Ja, mal gucken. Bladed Gauntlet. 10 Kilo und nur 60 Schaden, ne. Große Whiskyflasche. Vorne könnte auch noch was drin sein. Wenn ich es bis dahin schaffe. Mensch. Im weißen Steve sind viele Leichen in Badewannen mit Drogen. Das müsste einen zu denken geben. Huch. Hier hakt es wieder ein bisschen. Aber hier habe ich jetzt alles, ne? Gut, dann kann ich durch die eine Tür da vorne raus. Okay. Sie ist zwar ganz nett, aber sie ist nicht wirklich passend. Nur 26? Ernsthaft? Ah, du hast deine Waffe fallen lassen. Beziehungsweise meine. Nee, nicht darunter rutschen. Wie soll ich dich so denn looten? Denk doch mal ein bisschen auch an andere. Das geht doch so nicht. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier lang und nach unten. Damit ich ihn looten kann. Unverschämtheit. Fällt der einfach runter. Manche Menschen, ne?
So, dann gehe ich jetzt nochmal die Achterbahn entlang. Ich weiß nicht, ob da oben irgendwas ist. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr im Kopf, ob da was sein könnte. Eventuell gehe ich hier jetzt ganz umsonst lang und es ist sterbenslangweilig. Aber eventuell ist da oben auf den Dächern was. Ich muss halt nur ein bisschen gehen. Und man hat eine schöne Aussicht. Also es ist relativ steil. Ich würde auf so glattem Holz, glaube ich, abrutschen. Ja, und hier ist es dann doch nicht mehr so steil. Oh. Da hat man eine von den... Wie heißen sie denn? Oh. Ich dachte, man hätte auf diesen Schienen noch gehen können. Doch, bitte. Das war nicht der Fall. Wo ist hier jetzt eigentlich der Feind? Da vorne. Wie ist er darauf gekommen? Von da unten. Ja. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Nur um da runterzukommen. Ja. Ich weiß, wonach das aussieht. Aber ich würde ja so oder so von hier dann kommen. Also. Ich wäre dann ja jetzt wieder hier runtergegangen und wäre dann so oder so wieder hier. So. Ich habe zumindest nicht vergessen, mich diesmal zu muten. Das ist ja schon mal etwas. Ich glaube, hier war eh nichts drauf, ne? Ich hoffe nur, dass ich das jetzt auch rausgeschnitten habe. Aber ich kenne mich ja. So, hier wurde extra noch was angefertigt, damit man hier hochkommt. Dann geht es da hoch und da, aber wir müssen dahin. Wird das ja überhaupt irgendwo hin? Hm. Eventuell kann man da drauf springen. Obwohl, nee, das ist zu weit weg, ne? So weit kann man nicht springen. Das ist zu weit weg. Und natürlich springe ich überhaupt nicht. Hm.
Dann hole ich mir jetzt das Loot oder den Loot von dem Typen da vorne, den wir eben umgebracht haben. Dann gehe ich einmal darauf und gucke, wie weit man da aufs Dach kommen kann und was da eventuell drauf sein könnte. So. Haben wir das? Da vorne ist ja auch nichts mehr. Eine Achterbahn ganz aus Holz. Wie die wohl gewartet wird. Naja, fast ganz aus Holz. Die Schienen sind natürlich aus Metall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das relativ schwierig zu warten ist. Allerdings habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Ahnung davon. Hier kommt man ja auch so drauf. Aber führt uns das irgendwo hin? Nein, tut es nicht. Und Fernglas. Das ist eigentlich eine richtig schöne Position hier. Aber ansonsten ist hier nichts. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich will nur gucken. Ja, man kommt hier rüber und kann hier drauf. Ich kürze mir den Weg einfach ab. Wenn man da nicht hinkommen würde, würde ich es nicht machen. Aber da wir hier so hinkommen, kann ich doch auch gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwas Nützliches. Das sind ja alles Orte, an denen man irgendwie legitim hinkommen kann. Aber hier ist der jetzt dann auch nur runter. Okay. Dann würde ich mal sagen, wieso muss ich da immer noch rein? Gut, das mache ich dann beim nächsten Mal. Da vorne sind auch noch ein paar Hütten, wo wir dann wahrscheinlich den Sheriff und die Schwester vom Sheriff. Nee, die Schwester vom Sheriff. Nee. Genau, Beagle war der Bruder von der Frau vom Sheriff. Ne? Damit wissen wir wenigstens auch, wie er an den Deputy-Posten gekommen ist. Denn wirklich viel Cojones hatte er ja nicht. So, speichern. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Also, bis dahin. Ciao.